Hallo YouTube und hallo liebe Zuschauer. Guten Abend. Na, wie geht's, wie steht's? Schon der zweite Tag hier in Kroatien. Ja, ja. Ist geil. Erholung, ich brauchte das. Weil Ausbildung und Nebenjob zusammen, das ist echt schon, das geht schon auf die Kuhhaut, ne? Sag ich mal so, wie es ist. Ja, was euch jetzt so erwartet, das seht ihr dann nach dem Intro. Bleibt dran. Ich beginne mal hier mit einer kleinen Aussicht von hier oben, vom Balkon von unserem Haus. Das ist quasi schön viel Natur hier. Ich gehe jetzt mal, da hinten kommen jetzt noch Häuser, deswegen sind das ein paar mehr Häuser. Aber hier ist quasi so, das ist dem Dorf, wo ich gerade bin. Wir sind auf dem Weg nach Sien mit dem Auto, wie man sehen kann. Hier habe ich nochmal ein bisschen die Kamera rausgehalten, einfach nur mal, um euch ein paar kleine Eindrücke der Landschaft zu zeigen, beziehungsweise wie die Bilder hier sind, ne, wie es ausschaut, und hier biegen wir gerade ab in eine Kreuzung. Ja, hier seht ihr den kleinen Platz, also die kleine Straße in Sien. Ja, hier sitzen die ganzen Leute und trinken gerne ihren Kaffee. Das ist eigentlich sehr belebt, die Straße. Morgens bis abends in der Regel. Und hier links von mir habt ihr die kleine Stadtkirche. Da oben auf der Bergspitze, ich weiß, in der GoPro ist ein bisschen schwierig, das aufzunehmen, seht ihr eine kleine Kirche. Ja, ja, da oben auf dem Berg ist eine Kirche, davor ist sogar die Maria-Figur. Ihr dürft nicht vergessen, oder ihr sollt wissen, dass Kroatien eigentlich sehr katholisch ist. Aber es wird nicht so ausgelebt. Ja, ja, wird nicht so ausgelebt. Nein, nein. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Danach sind wir weitergegangen von Sien aus und sind in ein Café gefahren in der Nähe vom Setinal. Da haben dann noch ein paar ältere Herren Boccia gespielt. Oder im Kroatischen sagt man Ballate und im Französischen, glaube ich, ist es Boule. Das wurde noch gezockt. Hier zeige ich euch nochmal auch kurz eine kleine Szene, wie die Kugeln da aufeinander einprasseln. Hier quasi auf dem Dorf ist es eigentlich gern gesehen, oder die spielen es halt wirklich sehr gerne. Und ja, ich bin jetzt hier noch am Wasser, genieße es, ist eigentlich so mein Lieblingsort hier, weil es einfach so kühl ist, weil es jetzt auch hier so heiß ist. Der Zetina, ihr kennt ihn ja, glaube ich, schon mal aus einem alten Vlog, den ich mal gezeigt hatte. Das ist hier das Ding, dieser schöne See, Fluss. See, wie komme ich auf See? Mann, Alter, Damir. Oh. Super. Ja, auf jeden Fall, der Fluss ist halt arschkalt. Das tut wirklich weh. Durchschnittstemperatur liegt bei 13 Grad im Jahr. Das ist wirklich schon hardcore. Und ist zwar nicht zu vergleichen mit der Neretva, die von Bosnien nach Kroatien über Ploče ins Meer mündet, die bei 0 Grad liegt. Das ist auch sehr hart. Bisschen vielleicht drüber, über den Nullpunkt. Weil dieser Fluss, der Neretva, der geht ja durch irgendwie drei Gletscher, irgendwie so. Habe ich mal gelesen, über die Berge, und dann landet er irgendwann in Kroatien, dann im Meer, und das soll auch also wirklich sehr, sehr kalt sein. Und wenn man da mal schwimmen gehen soll, will, dann soll man auf jeden Fall einen Neoprenanzug anziehen. Ja, wurde gesagt. Hier im Zetina, finde ich, solltest du das eigentlich auch nochmal machen, weil es ist auch ziemlich kalt und das tut auch echt scheiße weh. Wirklich, wenn du da reingehst, tut richtig hart weh. Das ist wirklich aua. Naja, guti. Das war heute so mein Tag 2, was ich euch so gezeigt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist jetzt nicht viel Spektakuläres passiert. Ich werde nachher, wenn ich zu Hause komme, nochmal die Switch anschmeißen und noch ein bisschen Tears of the Kingdom zocken. Also sprich Zelda, den neuen Teil. Das ist so ein geiles Spiel, macht richtig viel Bock. Aber auch teilweise sehr frustrierend an manchen Stellen, aber trotzdem. Ist wirklich wieder mal sehr gut gelungen von Nintendo. Ich kann es nur empfehlen, zockt es auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann zum nächsten Video wieder. Ich weiß noch gar nicht, wann und wie. Beim nächsten Ereignis auf jeden Fall. Ich habe die GoPro immer im Rucksack und dann gucken wir einfach, was passiert. Ne? Also, haut rein. Bis dann. Dein Damir, aka Bärenkroat. Adio und ciao, ciao.